Good. Good. Please, your turn next. Lauf jetzt daneben. Gibt's doch nicht. Yeah. It's my turn. Ich verspreche euch hoch und heilig, wenn das nicht Story gesehen gezwungenermaßen hier läuft, dass ich das machen muss, dann werde ich es auch auf gar keinen Fall mehr machen. Es sei denn, ihr wollt es. Aber von mir aus werde ich das werde ich das nicht mehr machen. Good. Ich kann mir gut vorstellen, es ist ein bisschen langweilig. Whoa. Right. My turn now. Ich sehe es kommen, ich verliere jetzt das Spiel noch. Das zieht sich so lange, das muss ich einfach verlieren, sonst wäre es witzlos. Ich bin ein pessimistisch denkender Mensch, ja. Zack. Haben wir's doch. I missed. I lost. Sorry for winning. By the way, you ought to smile more. Tja, scheiße. Das heißt, wir müssten jetzt 3 Spiele gewinnen, was ja quasi schon utopisch ist, weil so viel Zeit hätten wir gar nicht und so viel Glück habe ich auch nicht. How about trying Lucky Hit? Ja, komm, ja, schön. Cooler Kittel. How about a game of Lucky Hit? Is this your part-time job? Ja. Yeah, it's $50 a game and the rule is... Yeah, I know it all. Do you want to play then? All right, I'll make some money. We take turns. Go ahead. Okay, ich dachte schon, das wäre wieder so ein Typ, der nach dem Weg fragt. Und schon wieder getroffen. Ich mag dieses Brett nicht. Warum kommt immer das Brett? It's my turn. Okay, dann wollen wir uns mal das Startkapital wieder erspielen. Ach, Glücksspiel ist einfach scheiße. Bei jemandem, der kein Glück hat, bringt Glücksspiel nicht so viel. I got it. It's your turn. My turn now. Okay, ich werde das auch nach dieser Runde hier abbrechen, beziehungsweise also nachdem der Shopkeeper wieder da ist, werde ich das hier abbrechen und versuche mich einfach mal so da durchzuschlagen. Vielleicht klappt es ja, weil ich will das jetzt nicht nochmal starten. Das dauert einfach zu lange und das ist ja langweilig. Das kann ich 5 Parts mit diesem Spiel jetzt verballern. All right. It's my turn. Das wäre so ein typisches Spiel für irgendeine TV-Sendung. Weil die dann irgendwelche Deppen anrufen müssen und sagen sollen, in welche Richtung das Ding fliegen soll. Na klasse. Oh no. It's game. Good. I made some money. Time to go celebrate. Okay, jetzt würde ich gerne abhauen. Do you want to try a game of Lucky Hit? How about trying Lucky Hit? Der Shopkeeper ist auch noch nicht in Sicht.
Doch, da hinten kommt er. Do you want to try a game of Lucky Hit? Da hinten kommt er und dem muss ich jetzt erklären, dass ich jetzt $100 verloren habe. Das ist nicht schön. How about trying Lucky Hit? Naja, dann hallo. How's it going? Pretty difficult, huh? What the? You're no good. I'm sorry. So, you want to continue? Nein, möchte ich nicht. No, I don't think so. You know I can't pay you. I know. But you can come back and help again. Okay, wir suchen uns jetzt einfach was. Wir gehen jetzt einfach mal den Weg nach. Und schauen mal, wo wir da landen. Das ist jetzt. Das ist besser als das hier jetzt noch fünfmal zu probieren. Die Zeit ist eh gleich um vom Tag. Okay, das war jetzt hier nach rechts und dann zwei Butcher, also zwei Metzger sehen, glaube ich, oder? Moment, ich muss da nochmal nachlesen. Steht nirgends. Mist. Okay, da ist ein Metzger und da ist ein Metzger. Dann soll ich jetzt hier rüber, oder? Scheiße, ich weiß nicht mehr, was er gesagt hat. Ob er gesagt hat, wir sollen hier dann nach rechts gehen oder geradeaus. Die winken hier alle ganz toll. Okay, wo kommen wir denn hier hin? Nach Aberdeen. Market Corner, da ist doch eine Karte. Wieso kann ich mir die Karte nicht anschauen? Was ist das denn? Wieso kann man sich die Karte nicht anschauen? Ah, okay. A map. Ja, eine Karte, das hast du richtig erkannt. Ich bin jetzt der rote Punkt und wir müssen South Camp Quarter, also die Straße entlang, nach rechts, nach links, nach rechts. Okay, also doch, einfach beim Metzger weiter. Hallöchen! Applaudieren die mir alle oder was wollen die von mir? South Quarter, genau. The South Korean Quarter is ahead. Na dann ab. Und da soll ich jetzt zu irgendwelchen Apartments gehen. Könnte zeitlich ein bisschen knapp werden. Okay, das ist dann wohl eher das Armenviertel, so wie das aussieht. Ach, mit einem schönen Kirschbaumwald. Ein Bilderboombauch. Ja, hier habe ich übrigens den Stand geleitet. Genau, hier war das. Jan Tin Apartments. Dann sollte ich mir vielleicht doch nochmal eine Karte anschauen. Da hinten war ja eine. Wo denn dieses Apartment überhaupt ist? A map. Okay, die Perspektive war jetzt gerade blöd gewählt. Ich erkenne überhaupt nichts. Jan Tin Apartments. Ich bin da. Straße runter, lange Straße. Und dann wär's da. Straße runter und dann die lange Straße, nicht die Diagonale, sondern die gerade. Genau die hier und dann müsste es rechts sein. Wahrscheinlich die Leuchtreklame da. Genau. This is the Yan Tin Apartments. Li Xiaotao lives here. Zimmer 205, wenn ich mich noch richtig erinnere. Das stand ja im Buch. Here it is. You back again, you land shark? What evil plan do you have now? No, I'm... I'm not leaving this place. I'm looking for Li Xiaotao. What would a punk like you want with Li Xiaotao? Do you know him?
Li Xiao Tao doesn't meet with land sharks. I'm not a punk, and I'm not a land shark. Wait! Get out of here! I'm not leaving here, even if I die! Das ist ja eine wilde Oma. Alte Dame getroffen, die von Li Xiao Tao wissen könnte, zum Zimmer 205 gehen. Ach nee, das da unten war nur der Briefkasten. Okay, hier sind wir in der 100er Reihe, dann ein Stockwerk nach oben. Wie so ein Plattenbau funktioniert, das wissen wir ja. 201, 202, 200 irgendwas, 206, 203, was? Verdammt. Da sage ich noch, wir wissen, wie das so ein Ding funktioniert, und dann laufe ich an der Tür vorbei. What do you want? Excuse me. Are you Master Li Xiao Tao? Of course not. Can't you tell? Do you know anything about Master Tao? Master Tao's not here anymore. Master Tao moved away. Do you know where he moved to? I don't know where, but... So, you do know something then? I'm hungry. I haven't eaten all day. Huh? You sure are dense. I'm saying, I'll tell you for the right price. Right now I have no money. Penniless, eh? Then go get some cash. Either from a job or a pawn shop. I understand. All right then. Time for a nap. Ja, das ist jetzt natürlich blöd. Geld verdienen und zurück zur Nummer 205. Ja, das ist natürlich blöd, denn wir haben kein Geld. Das bedeutet, ich leg mich einfach schlafen, warte bis morgen und dann kommt ja Joy vorbei und zeigt mir ja einen Platz, wo ich Geld verdienen kann. Das ist vielleicht ein bisschen sinnvoller, als dich jetzt noch stundenlang an so einen komischen Spieltisch zu stellen, bei dem die Chance eher gering ist, dass ich jetzt auch was gewinne. Außerdem ist es jetzt eh schon sehr spät und er wird jetzt wahrscheinlich sich demnächst auch sowieso nach Hause begeben, also ja. I should get some rest. I should get some rest at the come over guest house. Sag ich doch. So, ich sehe das aber ähnlich. Wir haben jetzt 20 nach 3. Ist da eigentlich mittlerweile die... Ja, ihr seht sogar die richtige Uhrzeit und die richtige, das richtige Datum. Jetzt wisst ihr auch, wann ich aufnehme. Ja, ich würde sagen, das reicht. Es ist spät genug. Und scheinbar läuft der Emulator ja so. Ich wette, jetzt stürzt er ab. Nee? Verdammt. Okay, dann wir sehen uns dann einfach beim nächsten Video. Bis dahin. Tschüssili.